herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Heute ist der 22. Dezember. Die schönste Zeit des Jahres beginnt eigentlich schon etwa Anfang Dezember. Allerdings muss ich sagen, ich muss unbedingt nächstes Jahr gegen Ende November bei diesen Black Friday Sales mitmachen, weil ich mir bis heute noch in den Arsch beiße, dass ich nicht mein PayPal-Konto völlig überquillen habe lassen, dass ich da Guthaben drauf hatte und wahnsinnig viel gekauft habe. Es gibt wenig Sachen, die ich dieses Jahr bereue. Ich habe sehr viele Sachen privat erreicht. Wir sind eigentlich schon nahezu nächstes Jahr zu dieser Zeit etwa 2 Wochen verheiratet. Da freue ich mich auch wahnsinnig drauf. Also Schatz, es wird mein spezielles, ganz, ganz großes Highlight, deine Frau zu werden. Ich hoffe, du siehst das. Und auf jeden Fall, dieses Jahr war sehr bewegt, muss ich sagen. Ich habe sehr tolle Menschen über YouTube kennengelernt. Jeder Abonnent, der auf meinem Kanal regelmäßig spazieren läuft und jeder, der dazugekommen ist, sieht, ich hoffe, die Freude, die ich an den Hauls habe, an den Make-up-Tutorials. Ich bin stetig dabei, mich zu verbessern und zu verändern, in dem Sinne, dass ich vielleicht neue Techniken erfinde, wie ich praktisch euch besser Videos zeigen kann. Ich habe jetzt, wie gesagt, die Beleuchtung eigentlich recht gut eingestellt, glaube ich, also dass es eigentlich sehr gut aussieht. Der Hintergrund, der finde ich total toll, also mein kleiner Van Onoro und der Lumiere sind mir sehr, sehr wichtig. Ich werde da auch gar nicht arg viel verändern, Leute, also jetzt hier habe ich nur ein bisschen weihnachtlich dekoriert, weil der Hintergrund, wie gesagt, ein Hintergrund bleiben sollte und ich bin ja der Vordergrund. Und heute packen wir für euch das 22. Päckchen ab. Das steht Must-Have für richtige YouTube-Fans. Okay, also ich bin ja ein YouTube-Sucker, also ich schaue wirklich jeden Tag stundenlang, es ist abartig. Oh, Laura, ich mag die nicht. Also, ich bin einer, glaube ich, von derjenigen, die Bibis Beauty Palace nicht gut findet. Also, ich mag halt ihren Content einfach nicht. Ich mag diese Pranks mit ihrem Freund einfach nicht. Ich persönlich bin zwar ein sehr humorvoller Mensch, aber ich habe kein einziges Produkt von ihr gekauft, weil ich die sehr overpowering finde. Aber als Duschschaum probiere ich das, glaube ich. Das ist, oh, da riecht sogar gar nicht schlecht. Das ist Chocolate Cupcake. Ein YouTube-Fan zu sein, heißt nicht, Bibis Beauty Palace abonniert zu haben. Also ich hab's nicht. Ich bin auch keine Abonnentin, glaube ich, von Dagi B, soweit ich das weiß. Beziehungsweise ich habe sie abonniert, aber habe das Glöckchen nicht angemacht. Weil es ist eine Geschmackssache. Also einen großen YouTube, also ich persönlich empfinde den Content von amerikanischen YouTubern einfach qualitativ 1000-mal hochwertiger. Ich könnte niemals dieses Level erreichen und das möchte ich auch eigentlich gar nicht. Ich habe vor, eine kleine Community aufzubauen. Umso größer sie wird, ist sie, also selbst wenn ich 50.000 Abonnenten hätte, wäre das immer noch nicht mal ein Lichtblitz von dem, was Leute wie Tati, Jeffree Star, Roxy Arisa und alle in Amerika haben, Laura Lee und alle. Die Leute haben das auf jeden Fall verdient. Die Qualität ist eigentlich geil. Ich persönlich, ich kaufe unabhängig davon, ob das YouTubes Produkte sind oder nicht die Produkte, aber ich bleibe mir halt auch wirklich treu. Also ich habe zum Beispiel die Handcremes keine einzige gekauft, weil die derart gestunken haben. Die haben, also da muss ich sagen, da habe ich, das habe ich jetzt zufällig auf dem Tisch, Laura, habe ich zum Beispiel die da als 1000-mal schöner empfunden und wirklich 4 Euro für einen Handschaum zu verlangen oder 5 Euro für so ein Ding oder 4 Euro, finde ich persönlich too much. Also ich kaufe dann lieber von Veleda ein geiles Produkt oder so, aber ich habe zum Beispiel von YouTubern, von Colourpop zum Beispiel Lidschattenpaletten oder von der Jaclyn Hill habe ich zum Beispiel diese Morphe-Palette. Aber ich muss sagen, 4 Euro dafür auszugeben, also ich freue mich darüber auf jeden Fall, Laura. Aber wie gesagt, ein echter YouTube-Fan schaut YouTube an, das, was euch gefällt an Content. Und das will ich auch somit stehen lassen. Und wir sehen uns morgen schon an Tag, oh mein Gott, 23.